Hallo Leute, willkommen zurück zum neuen Video. Der Mann ohne Cheats. Er steht jetzt gerade hier so ein bisschen in der Ecke. Weiß auch nicht, was er da machen wollte. Okay, also wir hatten ja letztes Mal hier in das Haus einziehen lassen. Jetzt hat er erstmal Hunger. Und wollten ja ihn einen Job suchen lassen, weil das kostet ja auch Geld. Okay, kochen kann er anscheinend auch noch nicht. Dem ist gerade hier sein. Macht er da einen Toast in der Pfanne? Okay. Naja, gut. So, ja, auf jeden Fall einen Job suchen lassen. Und da war ja die Auswahl zwischen Taucher oder Heimarbeiter, glaube ich, war das gewesen, oder Handarbeiter. Nochmal kurz nachgucken. So, Job suchen. Aber jetzt lassen wir ihn erstmal essen. Ja, auf jeden Fall hatte ich in der Gruppe und auch in Facebook nachgefragt, was er denn da machen soll. Und da waren viele für den Taucher. So, einmal hier hatten wir genau den Taucher und Handarbeiter war das noch gewesen. Auf jeden Fall kam da Ding auf, dass bei den Tauchern die Ausrüstung man die selber kaufen muss. Jetzt weiß ich nicht, weil ich das noch nicht gespielt habe. Aber wir probieren es einfach mal, weil die Mehrheit war für Taucher gewesen. Was im Endeffekt ja dann eigentlich auch weniger Kohle einbringt. Weil der hier muss ja von Montag bis Freitag arbeiten. Und hat auch 45. Und der ja nur am Wochenende. Aber egal, wir probieren das einfach mal aus. So, okay. Ach, am Wochenende frei. Okay. Genau. Ja, jetzt war ich gerade falsch. Also die roten Tage waren die freien Tage. Dann verdient man hier doch mehr Geld. Gut, dann gucken wir mal, wie es sich dann so gibt. So, jetzt erstmal bitte erstmal dein Zeug fertig hier. Ach, du hast gar keinen Hunger mehr so, aber trotzdem könntest du es erstmal. Es ist erstmal weiter. So. Ich bin mal überlegen, ob ich mir irgendwie, oder kann ich sogar mit dem Handy spielen? Spiele. Ah, perfekt. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich mir einfach mal einen PC hole und dann da spiele, damit hier wieder das Spaß aufgefüllt wird. Aber ich habe immer so ein kleines Puffer hier. Ist jetzt nicht so viel, aber wäre cool, falls die erste Stromrechnung reinkommt und ja, dann habe ich kein Geld mehr. Was ist das? Tetris? Okay. Wer bewegt sich denn beim Handyspielen so? Das gucken wir jetzt nochmal an. Komm. Gibt es Leute, die wirklich sich so bewegen? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Handy spielt und euch auch so in der Wohnung bewegt. So, würde ich mal sagen, wir lassen noch ein paar Freunde treffen. Hat er überhaupt jetzt schon Freunde? Also, wir hatten ja letztens bei diesem Lagerfeuer da
Restaurant kaufen. So, wen schicken wir denn was? Oh, die ist ja schon ganz schön alt. Schicken wir eben mal was. Okay, cool. Nackt baden, also nicht jugendfrei. Ist ja auch cool, wie diese kleinen Fische, außen wie Delfine, wie die einfach mal so im Nichts verschwinden. Und das soll das. Ich glaube, das sind auch kleine Fische. Sieht aus, dass die Fische hier gerade so einen Wirbel da veranstalten. Aber, na gut, okay. So. Was machst du denn da überhaupt? Im Internet surfen? Okay. So, dann kannst du mal posten, was du so gemacht hast. Gut, er ist jetzt müde. Aber eigentlich könnten wir auch jemanden einladen. Ach, guck mal da. Hallo, die wollte ich jetzt eigentlich mal ansprechen. Bleib stehen. So, kennenlernen. Weil er sogar so arm, der muss ich Wasser aus dem Wasser Lieber. anholen. Ah, Dag Dag. So, so. Jetzt? Okay, dann schauen wir mal, ob hier irgendwas drin ist. Hey, ich bin glücklich. Ja, da hoffe ich schon mal, dass nicht so schnell die Stromrechnung kommt. Ach, der muss. Ah, stimmt. Ist ja logisch, sich dafür umzuziehen. So. Na, ist das Wasser kalt? Was haben wir denn überhaupt? Frühling. Noch keine Fische. Na gut, wenn du ja schon nass bist, kannst du ja noch ein bisschen schwimmen, oder? Dum-dum-dum. So, hey, der geht gar nicht runter. Ich frage mich gerade so, wenn der so da liegt, ob irgendwie. Naja, ich glaube nicht, dass es hier Haie gibt. Wäre heftig, weil man dann einfach so der Mensch weg und ja. Ne, ich glaube, das. Nee, ich glaube, das passiert hier nicht. So. Also freundlich, ja, hab ich schon ausgewählt. Sieht ein bisschen aus, als ob er schwanger ist. Sibau. Habere. Sibau habere. Nun fra. So, was machen wir denn da? So mau. Yomba hey, Yombala. Ne, Zib. Shabi Bully Galan. So, noch ein bisschen plaudern. The Weepumar. Yebani Demis. From. Was haben wir denn da? Genau, das wollte ich. Rina. So. Chabin Durkim. Flizza. Banuka Doi. Abu Sharp. Gute Musik. Oh.
Oh, Gosha. Muchi Pichi. Moskauba. Miss. Aha, was ist denn das für ein Ding? Ach, das fängt jetzt an. Bis 17 Uhr und dann muss ich arbeiten. Sollen wir, jawohl, der, soll ich hinreißen? Natürlich, ich reiß einfach mal hin. Ich gucke es mal an. Wen wollen wir denn da mitnehmen? Drum, drum, nehmen wir mal sie mit. Und sie? Und sie? Irgendwie habe ich jetzt nur Frauen kennengelernt. Okay. Stun Weebus. Dann gehen wir mal dahin. Wir schauen uns das mal alles an. So, mal eine kurze Pause, bis es mal geladen. Okay, jetzt sind wir hier. Er ist gar nicht umgezogen. Na ja, gut, kann man ja mal machen, oder? okay. Also, die Zeichen hier oben sind die, wo ich eingeladen habe. Mal gucken, ob es da hier einen Kaffee gibt, nicht, dass er gleich müde wird. So, was machen wir jetzt hier? Was ist denn? Die Bar ist komplett leer. Aber hier sind mehrere Leute. Das hier ist bestimmt so ein Heimarbeiter. Ach, ich verwechsel das immer. Handarbeiter. Und hier, was kann man hier alles holen? Ein Shirt kaufen. Auch sowas Kleines geht ja. Und mal gucken, ob ich jetzt. Sieht ja auch natürlich geil aus. So, kriege ich überhaupt einen Kaffee? Ach, was kaufe ich denn das erste Mal? Oh, eine Schneekugel. Eine Wunderkerze. Also, das ist ja ganz schön, ja, teuer. Schneekugel ist noch. Oh Gott, ey. Ne, ich werde hier vielleicht zwei kaufen und werde dann eine. Ach komm, was kostet die Welt? Wir kaufen uns das Teuerste einfach mal. Gönnen wir uns heute. Und eine Schneekugel verschenke ich auf jeden Fall. So. Okay, dann kannst du mal vorbeikommen. Ja, auf jeden Fall wollte ich einen Kaffee haben. Ein Getränk bestellen. So, haben die jetzt... Das sieht ja. Okay, eine Creme Cola. Sieht nicht sehr lecker aus. Also kriege ich jetzt meinen Kaffee anscheinend nicht. Okay, dann
Nehmen wir mal sowas hier. Achso, hab ich jetzt. Ah, okay. Ach, ich dachte gerade, ich hätte jetzt für die Frau ein Getränk bestellt. Und ich werde müde, ich brauche einen Kaffee. Oder den Stuhl kurz zum Sitzen. So, dann sitzen wir mal zusammen. So, das ist ja auch cool, das sieht aus wie so ein Zaun. Aber ist es dann doch nicht. Können wir doch durchgucken. Ich kann nicht gewusst, dass man hier was dranhängen kann. Tja. Na, so bist du angespannt. Oh, hat wahrscheinlich heute den ersten Tag. Okay, dann gucken wir ihr mal zu. Ja, das ist ja blöd. Jetzt sitzt hier die einfach mal alleine dann da. So, können wir auch den so eine Runde bestellen? Ja, genau. So, was machen wir denn da? Alter, es ist ja. Ach, und was, er kostet nichts? Nee, wir schauen mal, was Gescheites hier. Sowas hier sieht doch gut aus. Der Preis sieht aber nicht gut aus. Nee, der Preis sieht gar nicht gut aus. Ach komm, machen wir das da hier. Na, was waren das für Dinge? Minus? Bartem, schmeckt ganz gut nicht so, oder? Ach, guck mal, jetzt kommen sie alle. Wenn es gratis Getränke gibt, warum auch nicht? Die sehen natürlich auch sehr gut aus. Sind auch teuer, also ich meine hier. Das kann sie, das hat sie gelernt. Auch zoomen wir ein bisschen raus. Ach ja, und du stehst einfach mal so hinter der Bar. Also ich glaube, den Wettkampf dann werde ich nicht mehr teilnehmen können. Ich werde vorher einschlafen. Ach, du hast mir dein erstes Getränk. Nein. So. Warum blinken die denn da so? Kann man hier den Wettkampf machen? Oh. Da kommt einfach mal eine Rakete. Ach so, das heißt, wenn der hier fertig ist mit der Rakete, dann. Also, soll es eine sein? Ich weiß ja nicht. Sieht zumindest irgendwie so halb aus, so hier so die Triebwerke. Ich weiß auch nicht. Also wenn ihr das mal wisst, ich habe das nämlich noch nicht gespielt, könnt ihr es ja mal gerne in die Kommentare reinschreiben, ob das dann auch eine Rakete wird und ja. Aber ich glaube schon. Und dann kannst du sogar selbst auswählen, wie denn aussehen soll. Das ist sehr fett. Ja, ich hoffe mal, dass es irgendwie mal bald Autos kommen. Ich meine, dieses Unileben, das ist ja schon richtig geil mit den Fahrrädern und ja.
So, ich glaube, ich muss nach Hause. Ich muss einen Mittagsschlaf machen. Ach, guck mal. Ah, perfekt. Perfekt. So, dann spulen wir jetzt ein bisschen vor, damit er wieder ein bisschen reagiert. Aber und ja, das dauert ein bisschen. Ja, ohne Cheats ist es alles ein bisschen schwierig. Man muss nur auf das achten, dann die Kontakte aufrechthalten, dann muss man arbeiten gehen, was er jetzt auch gleich tun muss. Das ist jetzt natürlich... Okay, dann muss jetzt nach Hause, würde ich sagen. Ne, auf jeden Fall, lass mich noch kurz ausruhen. Ach, guck mal, da muss auch jemand auf Toilette. So. Ja, danke. Okay, ich muss halt jetzt irgendwie mal nach Hause. Oder werde ich auch von hier abgeholt? Ich weiß es gar nicht. Könnte ja auch sein. Was ist denn mit dir? Weißt du nicht, wie die Toilette funktioniert? Komm, ich zeig dir das mal. Ich weiß gar nicht, ob das... Ja, genau, er muss... Oh Gott. Wie er läuft. Was war das? Ach, ihr wisst gar nicht, wie das geht. Wie lange läuft er denn? Gibt's hier keine Tür hier in? Ja, natürlich sollst du dran gehen. Ja, also das ist ja echt schwierig. Ich hätte nie auf dieses Fest gehen sollen. Ja, wo... Wo geht's jetzt auf die Toilette? Ach so, er geht jetzt einfach mal zur Arbeit. Okay. Aha, okay. Ach, jetzt habe ich es verstanden. So lang wird, das sind jetzt auch schon gut fast 25 Minuten, machen wir einen Cut. Nächste Woche schauen wir uns dann einfach mal an, wie so der erste Arbeitstag war. Und versuchen ihn mal wieder so ein bisschen in den grünen Bereich zu kriegen. Genau, ja, dann kannst du dann arbeiten gehen. Okay, machen wir mal Pause. So. Auf jeden Fall nächste Mal schauen wir uns dann gerade mal die Arbeit an. Und wäre schön, wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Dann verpasst ihr das nächste Mal auch das nicht mehr. Nicht mehr, also generell nicht. Ja gut, dann wünsche ich euch eine gute Zeit bis dahin. Macht's gut.